Zone. Okay, alles klar. So, wir folgen einfach jetzt wie so ein Bekloppter. Ja, Holt wird seine Hunde zu den Leichen schicken. Super. Ich entschärfe die Bombe. Zeig mich! Ja, schnell, 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 schnell. Bombe entschärft 1 von 3. Das war auch easy. Und wo sind die nächsten? Wow, da kommt er sogar reingelaufen. Was sind wenigstens hier nur die Piraten? Denn die Piraten haben ja an sich gar nicht so viel drauf. Oh ja, es wird echt ein bisschen heiß. Piraten sind ja nicht mal gar nicht so stark bewaffnet. So, will sich verarschen, jetzt kann er nicht weiter entschärfen. Oder wie? Weil es da alles drin brennt, oder wie ist das jetzt hier zu verstehen? Mensch, 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 jetzt müssen wir eine Feuerpause einlegen. Dein Ernst? Ja, müssen wir. Okay. Geht da jetzt rein, echt mal. Sei nicht so eine Pussy. Ja. Die hätte eigentlich schon längst hochgehen müssen. Ja, ja, ja. Hast du super gemacht. Ganz, ganz klasse. Feuerwehrmann. So. Wieder legendäre Gaming-Musik ist am Start. Diesmal gibt es leider keinen Skrillex. Die Zeit läuft uns davon. Dürfen die Bombe im Lagerbereich. Die Leiter hoch aufs Dach. Mach ich doch schon. Wo ist diese fucking Leiter da? So. Ja, lass mich da mal hoch. Sehr gut. So, ich bin auf Position. Bereit machen. Sorry, wenn ich die geileren Waffen habe, auch wenn die Munition hier schnell leer geht. So, letzten 10 Schüsse. Damit auch was für. Ist ja nicht so, dass wir irgendwas nicht versorgen können. So, dann hauen wir uns hier nochmal kurz Medizin rein. Was hat er immer noch? Ne, er ist schon weitergegangen. Gut. Bombe entschärft oder wie sieht's aus? Hä? Können wir weiter? So, jetzt kann's weitergehen. Stimmt, so habe ich recht, Peter. Zeit ist knapp. Ach, hier schnell. Jawohl, komm schon, Sam. Hab ihn. Keine Panik auf der Titanic. Wir haben wenig Zeit. Die Zeit ist die ganze Zeit schon ein bisschen begrenzt. Du weißt ja, Zeit ist Geld. Uiuiui, den haben ich gerade fast den Kopf geschossen. Das war knapp, denn er ist genau in mein Feuer reingelaufen. So, dann wollen wir hier einmal ein bisschen Feuer legen. Das ist jetzt die beste Idee, das weiß ich auch nicht, denn ich glaube, er muss ja rein hier, um die Bombe zu entschärfen. Mensch, jetzt brennt die ganze Plantage hier. Ja, ja, ja. Scheiße, jetzt muss ich schon mit dem Schütz besetzen. Kann ja was bedeuten. Für Mütterchen Russland. Da, boom, boom. Ist hier noch irgendwo so ein Gum, Gum, gib mir Bum, Bum. Ja, 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 da ist die ganze Besatzung, die schon...
liegen gegangen ist die schon. So. Wunderbar. Ich berichte heute, dass du mitgemacht hast. Das sollte doch helfen, oder? Bloß die Liste brauche ich noch. Ja, nochmal dazu. Ich habe eine Idee, wo die sein könnte. Bei einer verlassenen Bergbaukolonie in der Schlucht. Okay, ich sehe es mir an. Alles klar. Ich kann die Fotos von den Schuldigen. Alles klar, danke für den Hinweis. Jeder Hinweis zählt. Ich schaue es mir an. So wird das hier bei uns abgehandelt und dann geht das auch schon mal weiter bei uns gleich direkt. So, mit der Pumpkin ist das süß. So, jetzt soll es hier weitergehen zum aktuellen Ziel. Uiuiui, das war jetzt wahrscheinlich genau, das hatten wir gerade eben gestürmt, da war noch einiges zu tun. Ja, dann können wir hier nochmal mit unserer Gesucht-Tod-Aufgabe fortschreiten, die wir gerade eben sozusagen zurückstecken mussten. Jetzt noch irgendwelche Speicherkarten, die ich noch habe. Ne, die habe ich aber alle hier, ne? Sonst würden die auch mehr aufblinken. So, Fähigkeitspunkte haben wir auch schon wieder mächtig erhalten. Das heißt, wir können ja auch mal wieder langsam weiter skillen. Nimm einem Gegner seine Pistole ab und töte damit weitere nahestehende Gegner. 5, geil. Geht aber noch nicht, auch geil, weil ich das noch nicht fertig habe. Gut. Schauen wir hier nochmal ganz kurz rein. Das brauchen wir alles nicht unbedingt. Da lernen wir aber trotzdem mal, weil ich will, du findest mehr Geld beim Durchsuchen von Gegnern, das finde ich geil. So, jetzt kriegen wir einfach nochmal ein bisschen Cash mehr. Und dann machen wir jetzt einfach auch mal hier nochmal. Was ist das hier, Ghetto Faust? Ja, dann machen wir es auch nochmal, gut. Gibt ja eigentlich auch gar nicht mehr so viel. 1, 2, 3, 4 Sachen sehe ich hier. 5, 6 sehe ich hier. 7, 8, 9 sehe ich dort. Wie gesagt, finde ich gar nicht mehr so viel. Und wir sind auch schon bei sage umschreibenden. Na? 61%, ist es mehr geworden oder ist es weniger geworden? Ich weiß es nicht genau. Wir sollen auf jeden Fall einen Scharfschützen umlegen, das ist unser nächstes Missionsziel. So, und dann ist er wunderschön auf der Insel drauf. Hey. War das nicht voraussehbar? Und man sieht schon so richtig schon den Sniper mit seinen Freunden da. Immer ein ganz gutes Lichtchen. Und die ganze Zeit aktiv, nie können sie mal schlafen oder so. Immer müssen sie ihr Sniper gezückt haben. Und wir kommen jetzt hier richtig wie so ein kleiner Kampftaucher. Alles klar, Roger, melden uns dem Ziel. Oder nähern uns dem Ziel. Ein Gegner in Sicht. Steck mich gleich hinterm Boot. Noch keine Schießerlaubnis erhalten. Erst mehrere Gegner markieren. Gegner abgeschossen, ausgeschaltet. Gegner ausgeschaltet. Oh, was geht da denn ab? Sorry. Ah, gut, dass ich das gemacht habe. Denn sonst hätte ich jetzt den Falschen abgeschossen. Wow. Alter Schwede, ich muss den einen da sicherlich wieder messen. Schießen wir einfach mal zurück, da. Aua, 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 aua. Wow! Sind die verrückt geworden? Alter, was ist denn das für Spasten, Mann? Könnte ich einfach mit RPG auf mich schießen? Ich meine, ich bin nur nicht schwer gepanzert. Bin auch nur so ein kleiner Schwächling. Komm, das machen wir jetzt diesmal ein bisschen stilvoller. Komm einfach mal im Boot.
So, dürfen wir den noch abschießen oder müssen wir den zwingend messern? Das ist jetzt hier gerade nochmal die Frage. Aber eigentlich müssen wir die auch immer messern, die Jungs, oder nicht? Nicht das. Warum sie jetzt gleich wieder Alarm schlagen? Nimm das! Wer ist heftiger Quickscoper? So, den Spacken haben wir auf jeden Fall weggemessert. Und für euch hatten wir was ganz Besonderes. Ah, scheiße! Autsch, autsch, autsch. Feuer, Feuer. Auslaufen. Löschen, löschen. So. Ich würde ganz gerne wissen, wer da jetzt hier noch gerade mit seinem Boot fährt. Sind das unsere Kollegen? Ja, sind das, alles klar. Sonst hätten wir hier auch nochmal ganz kurz vielleicht einen gewissen Piraten erledigen müssen. So, das hätten wir. Gut, dann gibt es hier unten noch Gatstown. Hier unten geht es auch noch weiter, ja. Okay, ich sehe hier gerade schon, wir bilden sozusagen die Verbindung hier. Ja, dann machen wir noch eine Nordkuppe da. Überall, wo unsere Hilfe, ja, vonnöten ist, wird Evil hinschreiten und seine Pflichten erfüllen. Wie gesagt, dafür stehe ich mit meinem Namen. So, alle Taschen haben wir auch nicht hergestellt bis jetzt. Das heißt, da fehlen uns ja auch noch die eine oder andere. Ist auf jeden Fall nicht mehr viel, was uns da fehlt, aber es fehlt uns noch was. So, zwei Bären sollen es wohl sein. Dann sollen wir uns mal ganz kurz überraschen, was wir denn für eine Waffe dafür zur Auswahl haben. Und das habe ich gerade mal nicht nachgeguckt. Ich habe nur im Vorbeigehen gelesen, dass es, wie gesagt, zwei Bären sein sollen. Unsere Maschine schon wieder leicht am Dampfen, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe. So. Upsala. Und was ist es? Eine Pumpgun. Ich habe es mir schon fast denken können. Und wo sind die Bären? Geradeaus. So, vielleicht sollte man diesmal nochmal so eine Pflanze ernten, damit wir hier nochmal in die nicht in die Fähigkeiten gehen können, sondern in die Herstellung. Und da ihr den... Genau, mehr Schaden brauchen wir vielleicht ein bisschen für die Tiere. Alles klar. Und wenn wir jetzt gleich den Bären gefunden haben, dann kann es losgehen. Da ist er auch schon. Oh, den haben wir im One-Shot sogar gegeben. Nice. Okay. Viel war es nicht. Wir sollen zur Schlucht gehen, wenn wir soweit sind. Oder erstmal, wie gesagt, die Insel erkunden. Also wird uns ja auch mehr oder weniger dazu geraten, dass wir jetzt genau das hier tun, was wir machen. Und zwar die Insel erkunden, Tiere töten und Spaß haben. So, Gatstown, baby, Gatstown, it's Gatstown time. Was gibt's denn hier noch so für ein kleines Anliegen? Was liegt euch hier, kleinen Fischern, auf dem Herz? Erstmal natürlich nachladen, bevor wir hier die Tür öffnen können.
eins nach dem anderen nicht zu überstürzen. So, meine Liebe. Hey. Na, hey, hey! Ist klar? Ja. Ja. Nein. Was ist denn? Ich habe solche Verstopfung. Ich will nach Lamar zurück, aber mein Mann, er lässt mich nicht. Er sagt, ich gehöre ihm. Er verkauft mich an seine Freunde. Ich wollte fliehen, aber er hat was zu sagen bei den Söldnern. Keiner wird mir ohne Bezahlung helfen. Wie viel brauchst du? Hilfst du mir? Ich danke dir. Ich kenne einen Kapitän, der mich wegbringen kann. Er will Blutdiamanten von den Söldnern. Und ich habe belauscht, wo diese angeblich versteckt sein sollen. Nur ganz, ganz angeblich, damit du mir dann gleich eine Quest geben kannst, die ich für dich machen kann. Und ja, damit so meine Nebenstory fortschreitet. Alles klar. So, wo sollen die denn ganz zufällig sein? Da ganz oben, okay. Ich kann ihm auch ein bisschen Geld einfach geben. Ich meine, ich habe genug. Ich habe nicht genug, aber ich brauche hier kaum was im Dschungel. Das lässt sich auch ohne mit wenig leben. Gut, mit wenig leben. Das heißt, ich bezahle für eine Frau im Endeffekt nicht dafür, mit ihr zu schlafen, sondern sie zu befreien. Okay, das ist ein Gedanke, an den muss ich mich wohl erstmal gewöhnen. Du gehörst mir! Rücke vor, zeig mich! Das ist nur deine Munition! Wer ist hier noch und will nochmal? So, hier ist der Blutdiamant. Den hätten wir. Sehr gut. Kiste geplündert. Relikt mitgenommen. Und jetzt müssen wir 140 Meter weiterlaufen. Wohin soll es denn gehen? Noch nicht genug. Oh, war das knapp, ey. Ah, wir haben auch Spritzen auf Lager. Na dann. Dann ist das ja was anderes. Trotzdem. War knapp. So, hier liegt einfach mal C4 rum, können wir leider nicht mitnehmen. So, und jetzt sollen wir uns ganze 600 Meter bewegen, das ist ja viel, sehr weit. Ach, alles klar, wir sollen die Diamanten schon wieder zurückbringen. Na, dann machen wir es mal schnell per Schnellreise. Denn das geht noch eine ganze Ecke schneller, auch wenn er jedes Mal eine Sekunde braucht, um die Tür zu öffnen. Interagieren. Eins... Ja, doch, sogar fast anderthalb Sekunden. So, hier ist deine Diamantenschlampe. Alles klar? Ja. Ja. Nein. Nein. Ich hab Durchfall. Ich will nach Lamar zurück, aber mein Mann, er lässt mich nicht. Er sagt, ich gehöre ihm. Er verkauft mich an seine Freunde. Genau denselben Dialog hatten wir schon mal geführt. Aber er hat was zu sagen bei den Söldnern. Keiner wird mir ohne Bezahlung helfen. Wie viel brauchst du? Hilfst du mir? Wieso führen sie den genauen selben Dialog? Dir. Ich kenne einen Kapitän, der mich wegbringen kann. Er will Blutdiamanten von den Söldnern. Und ich habe belauscht, wo diese angeblich versteckt sind. Wie ist es verbuggt? Wie bitte? Ist es verbuggt? No, was soll denn der Scheiß? Ist hier nicht zufrieden mit dem, was ich ihr gegeben habe? Ah, ich glaube, weil ich die Schnellreise gemacht habe. Das hätte ich nicht machen dürfen. Okay.